Lilo und Stitch, Zopf auf Hawaii. Habt ihr auch gar nicht im Titel gelesen? Nein! Wunderschönen guten Tag und willkommen. Ich denke, euch bestimmt jetzt erstmal, what the fuck, was ist das hier? Ah, bist du angucken, Galerie? Ja, da habe ich noch keine. Also herzlich willkommen zu diesem Let's Play, Let's Show, Let's irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ich sage nicht, dass ich dieses Spiel durchspiele. Ich sage nicht, dass es mir jetzt ein Part wird. Ich sage aber auch nicht, dass ich es nicht durchspielen werde. Das wird jetzt einfach spontan entschieden. Und es wird eine nostalgische Reise. Denn es ist eines meiner allerersten Games, die ich jemals gespielt habe. Ich erinnere mich noch an böse Dinge. Besonders an ein Level mit Lilo und dass man Ananas da sammeln konnte. Ich rede gleich weiter. Lilo und Stitch kennt, glaube ich, ja jeder von euch. Lilo und Nani. Ah. Ich kann mich noch vage ein bisschen an ein paar Sachen an dem Game erinnern. Ich mag Lilo und Stitch sehr. Das Spiel habe ich lange nicht gespielt und ich will dieses Let's Play einfach mal noch so ein paar Infos abzugeben. Oh, Stitch im Regen. Hey, durch Wasser bist du erst entstanden. Deine Kugel wurde dadurch aufgeweicht. Der arme Frosch. Bäm. Was für ein süßer Hund. Ja, so siehst du doch schon viel normaler aus. Hi. Wow. Oh, ich muss den Film nochmal gucken. Er ist so geil. Lilo ist der Software verweist übrigens ein Jump'n'Run. PS1 Game. Man kann Lilo und Stitch spielen. Da bist du ja. Hallo. Hör zu, Lilo. Ich muss jetzt zur Arbeit. Wir treffen uns um 1 Uhr in der Stadt, ja? Okay. Gott hat dem platt das Gesicht, er. 1 Uhr. Ist ja noch ewig hin. Komm, Stick. Lass uns noch Fotos für meine Wand besorgen. Ich glaube, darum geht's auch im Ganzen. Wir müssen Fotos immer besorgen. Ich weiß sogar noch, wer der erste Endboss ist. Ich meine, es wäre Myrtle. Und der zweite ist, glaube ich, Kantor, vor dem man weglaufen muss. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bei Myrtle muss man Riesenrad fahren. Egal, spielen wir jetzt einfach mal los. Erstmal erzähle ich euch ein bisschen über das Spiel, bevor ich sage, Coawald. Shit, da kommt Level am Strand, da sieht Stitch voll süß drauf aus. Ja. Muss mal überlegen. Ja, wir müssen Blümchen sammeln. Okay, die Steuerung mit Kreis, Voodoo. Oh, ganz harter Po-Schlag. Ich meine auch, wir haben 3 Leben. Und ich weiß gerade gar nicht, was es bringt, die Dinger hier einzusammeln. Das wie bei Crash Bandicoot TNT. Ich will erstmal weglaufen. Das sieht gefährlich aus, genau wie die Blume. Ja. Einfach mal alles einsammeln. Und die Fotos sind übrigens Checkpoints. Glaubt mir. Ah, das Leben. Glaubt mir, das Spiel wird noch hammerhart. Ja, das ist zum Beispiel eine der Fotos, die wir sammeln müssen. Ich erinnere mich irgendwie daran, dass mir das Spiel irgendwann richtig auf die Nüsse ging. Ja. Wie eine Ratte. Bäh. Egal, getötet. Was für eine schöne Atmosphäre wir hier doch auf Hawaii erzeugen können mit Blümchen und. Der Igel sieht böse aus, aber kann man ihn töten? Aua! Da hat auch mein Joystick ziemlich hammer vibriert. Machen wir hiermit ein Foto oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, wofür die da sind. Oder ein extra Movie.
weiß sogar, dass wir irgendein Item kriegen können mit Lilo, womit wir den dicken Eismann beschwören können und auf den Gegner fallen lassen können. Ich weiß nicht, was es bringt, hier 100 einzusammeln, ne? Das werden wir herausfinden. Ja. Komm. Ein extra Leben. Wofür sind die blauen? Immer. Dummer Igel. So. Schmeckt die Musik, die ist beruhigend. Oh, ich hab ja wieder voll live. Das extra Leben? Keine Ahnung. Hab nicht drauf aufgepasst. Alter! Die dumme Ratte! Ich wollte jetzt gerade schon einen Po-Schlag machen. Stitch ist sogar noch cooler. Den können wir mit Kaffee vollpumpen und das wird lustig. Ich krieg das noch, oder? Mir fehlen 3 Blumen. Warum? Yeah. So, erstes Level mit Lilo, Piloten-Level, Piloten mit Lilo mit Stitch. Kommt gleich noch Aula, Schule. Hula-Kurs. Mittel ist die Rothaarige mit diesen komischen leichten Locken. Ich dachte, wir sehen so. Schade. Drücke Select, um die Karte aufzurufen. Ja. Das ist übrigens ein Boss, den wir sehr oft treffen werden. Zu oft. Ja, komm her. Dreh dich um. Dreht er sich um? Ja. Ui, der verliert aber schnell Leben. Hi. Also, das ist natürlich normaler Kinderalltag. Und mit 2 Schlägen ist das schon kaputt. Durch Voodoo. So, genauer umgucken. Briefkasten mal zum Speichern, ne? Ach komm, speichern wir mal. Ja. Speichert man wie gerade nicht entfernen und nicht diese Taste drücken. Aktuelles Spiel wurde gespeichert. Das ist wunderschön. Dann ist noch ein Steigerlevel mit Stitch. Die Straße, oder? Eigentlich auch noch ein leichtes Level. Ich meine, das war doch irgendeine Kaona-Straße. Mit Stitch. Stitch ist cool zu spielen. Er hat Mundgeruch, er trinkt gern Kaffee und kann dadurch hyperaktiv werden. Und er kann sich drehen. Mundgeruch. Spucken. Ich glaube, die Frau mag mich nicht. Ich hab das im Urin, deswegen gehe ich direkt aufs Auto. La. Also Stitch ist in dem Sinne, finde ich, auch besser zu spielen. Klar, der ist da mehr drauf hat als ein Mensch. Oh, ich bin doch nur ein süßer Hund. Hau mich nicht um. Seht ihr die rote Anzeige, wenn sie voll ist? Da geht's richtig ab. Da geht Stitch wie ab wie Schmitz Katze. Der kann dann sogar über Wasser rollen. Oh, nee. Ehrlich, da hinten ist ein Foto. Ach, das ist ein extra Leben. Ich dachte, das wäre ein Foto. Ha. Kaffee. Fällt mich nur nicht mehr, wie man den Hypermode aktiviert. Das weiß ich nämlich gerade nicht. Bisschen konzentrieren. Wie gesagt, du bist Jump'n'Run halt hier so, ne? Was ist der da denn in der Hand? Hat er sich da noch mehr Kaffee eingeschüttet? Das sah schon leicht so aus. So. Ach, das war noch zu der PlayStation-Zeit, ne? Wo die Steuerung noch nicht so imbar war. Ach, da kann man so rüber. Ich glaube, früher habe ich das nicht bekommen, weil ich einen dachte, ich muss eins kaputt machen. Wie kam ich denn da jetzt aufs Fass drauf? Oder ich bin hier mal lang gerollt. Und das war mein Fehler. Aha. Weil das kann man natürlich einfach so. Komm, ich zeig's einfach mal. Hyperaktiv rumrollen. Ja, ne?
Ich wollte das eigentlich gleich erst machen, weil ich weiß, dass da irgendein Wasserabschnitt kommt, den ich überhaupt nicht leiden kann. Ich erinnere mich mindestens vage an. Ihr wisst nicht, wie lange das her ist, dass ich das Game gespielt habe. Viel zu lang. Nein, dummer Igel. Ich sammle mal einfach nicht alles ein. Ich sehe das nicht wirklich ein. Alter, ich habe nur noch ein Leben. Jetzt habe ich noch ein zweites. Was ist das denn? Alien Steak oder so? Ich mache auch gerne einfach einen auf Mundgeruch. Ja, ne? Koana-Straße. Haben wir schon 8 Fotos. Hälfte, ne? Was steht da? Aleakala. Aleakala. Mit schönen Bildern vom Film. Da haben die doch Elvis gehört, ne? Drücke Select für die Karte. Gerade keine Lust. Oh nein. Schon wieder du. Die gibt's später auch in anderen Farben, meine ich. Stitch macht das mal ein bisschen einen auf. Interessiert mich nicht, ich mach Sport. Hopp hopp, ja. Noch ziemlich leichter Gegner. Oh, oh, oh. Das ist ja richtig beunruhigend. Oh, oh, oh. Und hallo. Tod umkippen bitte, vielen Dank. Noch ein Briefkasten, da ist kein Level. Fangen wir jetzt mal an. Ich glaube, das Level mag ich nicht. Da ist das mit der Ananas. Lilo. Bitte sag mir nicht. Oh nein. Nein. Oh nein. Ich mag das Level nicht. Nein. Mehr Kanu-Weg. Mit der Puppe. Oh. Der Blick von Lilo ist ein bisschen creepy. Ja, ich komme ja mit. Also, der Grund, warum so wenig Videos. Ich fange echt mit damit an, irgendwie schon ein bisschen asi, oder? Warte, wie geht das nochmal einsammeln, ne? Ich wollte das Ding einsammeln, egal. Der Grund, warum. Hilfe. Ist man hier irgendwo sicher? Kannst du irgendwas mit den Tasten? Nee. Der Grund, warum ich momentan so wenig Videos mache, ist ein bisschen, naja, nicht so viel die Technik, eher so ein bisschen so eine moralische Sache. Ich fühle mich irgendwie momentan nicht so in der Stimmung dazu. Wisst ihr, was ich damit meine? Halt, ich habe Angst, dass... Ich versuche gar nicht mehr die Dinge einzusammeln. Autsch. Gut, dass das kein Leben abzieht. Oh, das passiert, wenn man stirbt. Lilo weint. Solange sie ja nur weint. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so eine moralische Sache. Wenn man nicht so wirklich in der Stimmung dazu ist, aufzunehmen, dann können die Videos auch nicht gut werden. Und ich will halt immer perfekt abliefern. Und es geht mir momentan auf ein bisschen manchmal nicht so gut. Und da möchte ich halt nicht so unbedingt Videos machen. Das hat nicht wirklich viel mit Faulheit oder so zu tun. Nicht, dass das welche denken, falls überhaupt jemanden interessiert. Ich mag das nämlich eigentlich so und dafür meine ich. Was der kann, zeige ich euch beim nächstbesten bösen Monster. Ich mag das nicht, wenn Leute so von Anfang an so allgemein mit allen reden, obwohl sie... Oh, eigentlich ein doofer Gedanke, vergesst das. Oh, so geht's auch. So kann man die Dinger also einsammeln mit Viereck. So, jetzt zeige ich euch. Oh, ich zeige euch jetzt mal was. Bäm! So. Dazu, wie ihr wisst, spiele ich das MMO-NOS-Tale, wodurch jetzt auch viele mich abonniert haben, weil ich es ziemlich dämlich finde, weil ich sehr selten darüber Videos mache, sondern eher halt solche Videos, Let's Plays. Dann, ja, wie soll ich das sagen, Geschmack? Sowas wie tote Abos nicht.
Autsch. Ah, das letzte Leben kann man nur nicht so verlieren. Okay. Hallo. Aha. Jetzt sehen wir das. Das war doch ein Checkpoint der Fotoapparat, oder? Wie gesagt, ich sterbe in der Level oft. Es ist eigentlich aber noch gar nichts Schwieriges gewesen. Ich bin verwundert. So, jetzt habe ich aber auf jeden Fall ein Ding. Dass sie das einsammeln kann, habe ich voll verplant. Au. Da liegt sie heult und wird erstmal überrannt. Ach du Scheiße. Also, ich will auch noch Stay. Was so viel Zeit in Anspruch nimmt. Viel zu viel Zeit eigentlich. Das denke ich auch nicht so zum Aufnehmen kommen und so fast nie was. Und wenn ich mal nicht ein Hostel spiele, dann gucke ich Serien, wie zum Beispiel Grey's Anatomy oder mein Favorit, Pretty Little Liars. Ha, Pretty Little Liars. Müsst ihr euch anschauen. Nya! Du sagst es, Lilo. Oh Gott. Oh, oh, ich dachte, ich komme schnell genug weg. Menno, 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 Menno. Konzentration. Das war keine Konzentration. Das war eigentlich schon alles an Info. Lol. Ich habe so lange gebraucht. Ich bin so ein stinkfaulender Mensch. Wie lange ich das jetzt schon sagen können? Ich habe mal zusammengefasst. Viel mit Nos zu tun oder guck Serien. Für mich nicht gut drauf genug für Videos. Und deswegen habe ich auch nicht die Moral dazu. Zum Beispiel würde ich gerne Final Fantasy 8 Let's Playen, aber... Da hinten habe ich einen Film jetzt einfach übersehen, egal. Diese Stelle hier hasse ich. Wie oft bin ich hier verreckt? Wie gut ich mich daran erinnere, ja. Ist klar, für die tue ich alles aufopfern. Ein Wildschwein und Lilo denkt sich so, YOLO. YOLO. Ich hab den Faden verloren, ich weiß es nicht. Ah. Nein! Oh nee. So, normal. Ja, ich habe den Faden verloren. Das war aber jetzt nicht das Einzige. Ich habe ein Leben, ihr Assis. Mensch, ich dachte, das funktioniert. Eigentlich schon unnötig. Ja, ich glaube, ich wollte zusammenfassen, ne? Habe ich ja schon irgendwie. Nor's Tale, wobei der SP8 rauskommt. Grey's Anatomy, Pretty Little Liars, womit ich mit beiden fast fertig bin. Insgesamt Serien oder Animes wie One Piece, Naruto. Boah, mit unpräziser Steuerung spiele ich echt gerade ziemlich gern. Deswegen, ich hoffe, ich mache jetzt einfach mal die nächste Zeit bei Videos. Aber die meiste Zeit liegt es einfach daran, dass ich mich nicht wohl genug dafür fühle, weil es mir halt irgendwie schlecht geht und ich will halt das Beste rausmachen. Ah ja, jetzt wollte ich wieder was sagen wollte. Ich will ja Final Fantasy 8 spielen. Ich bin so doof. Aber mich dafür halt in... Früher habe ich hier gewartet, bis da unten ist und wir dann so hoch. Wisst ihr, was ich meine? Und ich lasse mich lauter ablenken. Und möchte einfach hundertprozentig hinterstehen, weil es mir echt mega wichtig ist. Final Fantasy sind meine Lieblingsgames. Aber ich habe jetzt auch einfach die Einstellung, spiel, was du möchtest. Deswegen werde ich wohl ab. Ich will nichts versprechen, aber ich meine. Oh. Ich glaube, es kommt schon Sandgolem. Ich möchte bald mit Metal Gear 1 anfangen. Ich will eigentlich nicht, das ist eigentlich voll der dumme Gedanke. Noch nicht solche Spiele, die ich sehr gerne habe, jetzt spielen, weil ich hoffe, dass ich mal irgendwann vielleicht mehr Zuschauer habe, um mehr Leute damit zu erreichen. Weil andere Videos nicht so schnell angeguckt werden, weil sie älter sind. Wisst ihr, was ich meine? By the way, ich spiele das Spiel auf meiner PlayStation 3, falls das noch keiner wusste. Also fragt mich, ob ich irgendeine RAM dafür habe. Falls das überhaupt jemand spielen möchte. So, ich möchte aber jetzt mal für den Part Schluss machen. Ob es überhaupt einen weiteren geben wird, werden wir sehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hab alles gesagt, was ich wollte.
Schönen Tag noch oder Abend. Gute Nacht.